Keller jetzt? Keller! Keller! Wo ist der Keller? Also mir hat es insgesamt ganz gut gefallen. Es war zwischendrin ein bisschen chaotisch, aber ich habe es ehrlich gesagt auch überhaupt nicht anders erwartet. Das war klar, dass wir nicht perfekt sind und das in der Zeit irgendwie so Punkt auf 16, 18 Uhr hinbekommen. Hat aber ganz gut geklappt, weil es dann auch geregnet hat. Und eigentlich war es dann gerade schön, weil wir waren fertig, wo das Wetter stimmte. Also ich glaube, dass die Studenten begriffen haben, dass eben Lebensmittel auch Material sein können. Gerade bei der Eiskultur war das auch nochmal ziemlich klar. Diese 40, 50 Kilo Eis hatten wir. Man braucht einfach ganz viel Kraft auch, um das so zusammenzudrücken zu einem Eisberg. Und ich hoffe einfach, dass das so ein bisschen klar geworden ist, dass es nicht nur eben eine nette Verköstigung war, sondern auch wirklich Material, Skulptur und Aktionen einfach ganz viel transportiert hat. Ich glaube, das hat funktioniert. Danke, super.